So Leute, jetzt gibt es Kannst du alle Marken erraten? Und zwar spielen wir das Ganze wieder mit Luca. Schaut gerne vorbei, lasst ein Like und ein Abo da. Okay, dich werde ich heute besiegen. Ich werde die Marken schneller erraten. Ihr könnt wie immer auch mitmachen. Leute, übrigens, ich habe immer noch Internetprobleme. Ich bin mit meinem Handy im Internet. Falls es hier zu irgendwelchen Problemen kommt, es tut mir leid. Und gönnt euch die neueste Folge, und zwar Folge 2 vom Gottbruder Podcast. Wir haben viel über Manuels Toilette geredet. So, go. Hallo, mein Name ist Luca. Hallo, Luca. Freunde, vor einigen Tagen habe ich ja hier auf dem Luchu-Kanal bereits ein Video hochgeladen, in dem ich Marken anhand von Emoji-Kombinationen erraten habe. Das hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht und ich kam wirklich an meine Grenzen des Verstands. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen damit heute weiter mit diesem Video und noch einem zweiten Video, und zwar diesem Video hier. Nummer 1. Was ist das für eine Marke? Candy. Boah. Candy Crush? Nee. Rainbow und ein Bonbon. Sweets? Rainbow Tours? Nee. Tastes like Rainbow. Skittles. Skittles. Oh mein Gott, nur wegen diesem dummen Slogan habe ich... Ja, Skittles. Mögt ihr Skittles? Habe ich spät probiert. Jetzt auf jeden Fall. Ich bin ja gar kein Fan von Skittles, ne? Irgendwie mag ich das nicht. Oh, doch. Doch, ist weder Schokolade noch ist es Gummibärchen. Es ist die Süßigkeitenmarke Skittles. Okay, 1-0 für Luca. So, weiter geht's mit Ansage. Ja. Heute alles richtig. Wirklich. Wie sieht's mit dieser Marke aus? Bubble. Wie eine super Einblendung. Sprachen lernen, Bubble. Hast du eine Idee? Bubble. Es ist die Zahnpflegemarke Oral-B. Ja, aber da hat jetzt keiner einen Punkt, oder? Nee, es gibt auch keinen Minuspunkt. Sorry, ich habe noch ein bisschen Frühstück zwischen den Zähnen. Nein, warum ist es Musli immer so bei diesen Videos, wo ich Emojis erraten muss, dass ich sage, jetzt habe ich alles richtig, dann mache ich direkt was falsch. Aber es kann auch Bubble sein. Es geht um Sprechen und B. Das ist, ey, dafür ziehe ich mir keinen Punkt ab. Bei Oral-B habe ich eine Zahnbürste mit reingemacht oder so. Nummer 3. Welche Marke ist das? Eastpak? Eastpak auf jeden Fall, weil der Pfeil zeigt nach Osten. Ich glaube Eastpak, boom. Ja, weil der Pfeil nach rechts zeigt, rechts ist Osten und Pack, das ist halt ein Rucksack. Also eigentlich muss es Eastpak sein. Wenn das jetzt irgendwie Rechtsranzen ist oder irgendwie sowas, dann bin ich aber komplett am Rad drehen. Hast du es erraten? Es ist der Taschenhersteller Eastpak. Ja, sehr gut. Ich habe auch meiner Ansicht nach, habe ich bisher noch nichts falsch gemacht. Weil Oral-B, ich hatte auch das Eastpak. Erkennst Dominos. Du auch diese Marke? Dominos. Oral-B, ich weiß, ihr flippt wieder zu Hause im Quadrat, aber ich habe da nichts falsch gemacht. Hast du es gewusst? Es ist die Pizzakette Domino's. Ja, so. Sehr gut, Paletto. Sehr gut. Bis dato Internet hält noch. Also ich finde so, wenn man so nach dem Saufen so eine Pizza... Mein Handy ist so unfassbar heiß. Das gibt's, weil ich mache hier halt drüber so einen Hotspot. Aber ich bin eher so neapolitanischer Fan. Ja, ist auch in Ordnung. PlayStation. PlayStation. Heiß, Viereck. Auf jeden Fall. Und X. Hast du es erraten? PlayStation. Es ist die Spielekonsole PlayStation. Beste. PlayStation ist gut. Beste. Ich mag alles. Nummer 6. Ich bin froh. Oh, warte. Milky Way. Obwohl eigentlich, in letzter Zeit spiele ich auch irgendwie nur Switch. Auch nur wegen dem neuen Pokémon-Spiel. Summa summarum, juckt. Ich finde alle Konsolen geil, weil das bedeutet, umso mehr verschiedene Konsolenhersteller es gibt, umso mehr sozusagen versucht sich jeder so ein bisschen zu battlen. Und dadurch wird das Produkt einfach besser. Wenn es jetzt nur PlayStation geben würde oder Xbox, dann, ich finde das gut. Juckt aber im Endeffekt niemanden. Milky Way. Schokolade, Milch und eine Milchstraße. Habe ich als Kind mega gefeiert? In meinen Augen alles richtig, ab jetzt auch noch alles richtig. Was denn? Du hast auch ein B falsch gemacht, Luca. Milky Way. So. Aber viele Süßigkeiten hier heute, ne? Milky Way geht. Ferrari. Welche Marke ist das? Tilts Ferrari. Also einfacher geht's ja irgendwie heute nicht. Wirklich mit Ansage alles richtig. Ich sag's euch, ich gebe mir keine Leben. Einfach alles richtig heute. Hast du eine Idee? Ferrari. Auch krass, die Ferrari früher richtig krass war in der Formel 1, mittlerweile gar nicht mehr. Oh, jetzt aber aktuell? Oh, habt ihr das Rennen gesehen? Dieses Wochenende ist, glaube ich, auch Monaco. Ja, ich weiß, die meisten interessieren sich nicht für Formel 1, aber ich habe mittlerweile meine Leidenschaft, die ist zurück. Nummer 8. Welche Marke ist das? 1-2-1-4-0. Twitter. Hä? Wir haben einen Vogel und 140 Zeichen. Man darf auf Twitter nämlich nie mehr als 140 Zeichen schreiben. Das finde ich so geil. Einfach wenn so soziale Netzwerke reduziert sind und du nicht jetzt theoretisch irgendwie so wie auf YouTube 4 Stunden Videomaterial und eine riesig lange Beschreibung schreiben kannst, sondern einfach, du musst dich mitteilen in 140 Zeichen. Punkt. Ich habe ja auch immer noch diese Baba-Idee, irgendwann ein soziales Netzwerk zu gründen, wo man nur Sprachnachrichten posten kann. Das gibt's doch. Beste Idee ever! Wieso sind wir da nicht selber drauf gekommen? Irgendwie eine Sprachnachricht von irgendeinem Besoffenen oder irgendwer, der Barack Obama getroffen hat, postet dann eine Sprachnachricht. Die App einfach komplett easy und simpel. Irgendwelche Witze, die du erzählen kannst oder irgendwelche Lieder, die du so reinsingen kannst oder so. Oder dann kannst du so Premium-Zugänge kaufen bei irgendwelchen Stars und die nehmen dir dann Sprachnachrichten auf und. Das gibt's doch, Cameo.
Kennt jemand Cameo? Da sind auch so Promis und da kannst du dann, keine Ahnung, dir eine Sprachnachricht von, weiß ich, irgendjemand aus dem DSDS, aber auch teilweise auch vor allen Dingen im amerikanischen Raum sind da krasse Leute dabei. Also krasse Schauspieler, ich glaube auch teilweise Charlie Sheen und so weiter. Kennt ihr den noch? Das fände ich so krass, von bei meiner Ansicht, aber ich finde, das kann auch jeder eigentlich beobachten. Es geht halt immer irgendwie runter mit den Funktionen von sozialen Netzwerken. Facebook hatte... Ja, ist jetzt gut mit der Polizei da draußen. Mann, wie heißt der nochmal seine Serie, die mit Charlie Sheen, wo er Junggeselle ist? Two and a Half Men. Ja, alles, da konntest du alles machen. Und überleg mal mittlerweile TikTok. Du kannst dir nur noch diese Videos angucken. Es ist alles so simpel geworden. Du kannst ja auf TikTok nicht mal mehr Bilder hochladen, weißt du? Deswegen, das wird kommen. Ich bin viel zu faul aus dem Grund. Nehmt irgendwer von euch die Idee, nennt die App Voices. Beste. Das wird so durch die Decke gehen. Sein Donker, ey. Hast du es erraten? Twitter. Es ist das soziale Netzwerk. Ja, da hat er den Punkt, so. Den kriegt er. Ja? Alles richtig heute. Nummer 9. Wie sieht's mit dieser Marke aus? Schwarzkopf. Ich wusste gar nicht, Schwarzkopf ist ein riesiges Unternehmen, ne? Oder es gehört zu einem riesigen Unternehmen. Irgendwie, ich habe da letztens so ein Bild auf Instagram gesehen, auf jeden Fall mega krass. Hast du's erraten? Schwarzkopf. Ist die Haarkosmetikmarke Schwarzkopf? Haarkosmetik? Okay. Ja, natürlich machen Nummer die, 10. Die machen noch. Welche Marke ist diesmal gewesen? Audi. Audi. Ey, wir haben alles richtig gemacht in diesem Video und kommen damit, obwohl wir Luca, wissen gar nicht, du hast Audi so rein wenig. Hast du's erraten? Es ist der Autohersteller Audi. So, wir haben alles richtig erraten in diesem Video. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Video, auf das wir heute reagieren, wo wir auch Marken erraten müssen. Was ist das für eine Marke? Milka. Milka. Ich war noch nie ein Schokoladenfan, ne? Packt ihr eure Schokolade in Kühlschrank oder Zimmertemperatur? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich kenne irgendwie nur... Aber Milka... ich bin nicht so der... Also, wenn es so ein Standardding ist, so Alpenmilchschokolade... Damit kannst du mich nicht. Bisschen zartbitter, noch vielleicht ein bisschen Keks dabei, vielleicht noch eine kleine Nuss oder so. Mädels, die Schokolade vorher in den Kühlschrank packen. Bist du drauf gekommen? Es ist die Schokoladenmarke Milka. Das habe ich eh nie verstanden. Warum haben die eine lila eine Kuh da irgendwo auf der Weide stehen? Nummer 2. Wie sieht's mit dieser Marke aus? Gameboy. Alter, ey, ich bin ja völlig am Rasieren. Hast du eine Idee? Es ist die Spielkonsole Gameboy. Mein erster Gameboy war ein Gameboy Advance SP. Nee, sogar normaler Gameboy. Nummer 3. Ich wollte gerade sagen, Apple. Was? Welche Marke ist das? Ja, normaler Gameboy Advance. Und ja, bei mir war es der ganz alte Gameboy. Den habe ich auch noch bei mir unten im Keller. Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert. Da fehlt auch jedes, die Rückklappe fehlt. Und an der Seite. Mit dieser Breite, so PSP-mäßig. Da musste meine Mutter noch so ein Licht dafür basteln, damit ich damit unter der Bettdecke spielen konnte nachts oder so. Das ist auf jeden Fall Apple. Also wer das nicht rauskriegt, der lebt wirklich hinterm Mond. Hast du es erraten? Das ist der weltberühmte Elektronikhersteller Apple. Geisteskrank, auch was die sich aufgebaut haben, ne? Heißen einfach Apple. Nummer 4. Wie sieht's mit dieser Marke aus? Monster Energy. Monster Energy. Monster? Also, ich meine Monster Energy. Die Sache ist, dass die halt... Also, das ist das Einzige, was Sinn macht und weil es halt was zu trinken ist. Aber das hier ist ja offensichtlich Whisky. Also, keine Ahnung, ob es hier um irgendeinen Whisky geht. Und halt die auch Farbe ist. Ein Bizeps, so von wegen Monster Energy. Ich weiß, also ich würde zu Monster Energy tendieren. Bist du drauf gekommen? 100 Pro. Es ist der Energy Drink Monster. Ja. Boom. Das war der einzige Energy Drink, den ich früher ein bisschen mochte. Dieser orangene von Monster. Erkennst du auch diese Marke? Google. Google? Ja, das müsste richtig Google sein, oder? Ich habe gerade kurz überlegt, ob das Searchbook ist. Es ist die weltbekannte Suchmaschine Google. Ja, aber ich habe keine Ahnung, was Searchbook ist. Aber irgendwo habe ich das auch schon mal gehört. Nummer 6. Telekom. Wie sieht mit dieser Marke aus? Deutschland und Telefon. Telekom. Hä? Ey, ich habe bisher. Ich bin aber nicht, ich bin nicht bei der Telekom hier in München. Es ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Europa. Die Deutsche Telekom. In Europa? Ja. Krass. Krank. Größtes Unternehmen in Europa, Telekommunikation. Welche Marke ist das? Fruchtzwerge. Ah, das war aber zeitgleich. Das kann nicht sein, dass ich gerade alles richtig habe. Ich schwöre euch, ich habe mir diese Videos nicht vorher angeguckt. Bist du drauf gekommen? Ja, aber das ist auch nicht so schwer, die Fruchtzwerge. Ich liebe Fruchtzwerge immer noch. Zu wenig. Am besten immer im Sommer, so ins Eisfach. Nummer 8. Welche Marke ist das? Subaru? Kaktus und Rot. Oder irgendwas mit Desert? Wüste? Desert, Sand Red? Red Sand? Cactus Red? Hä? Ich glaube, es ist eine Zigarettenmarke. Könnte sein, dass das hier die erste Marke ist, die ich heute wirklich nicht erraten werde. Hast du es erraten? Mm-mm. Es ist der deutsche Finanzdienstleister Wüstenrot. Keine Ahnung, Wüstenrot. Hätte ich drauf kommen können, ja. Verdammt, Alter, da habe ich das erste falsch gemacht heute. Nummer 9. Wie sieht's mit dieser Marke aus? North Face. Alter, ey, aber das ist schon krass gemacht hier. Bist du drauf gekommen? Es ist der Weltmarktführer im Bereich Outdoor-Bekleidung.
The North Face. Der Weltmarkt. Da sind auch die Jacken waren diesen Winter so, also letzten Winter so mega im Hype, oder? Da hat gefühlt jeder zweite diese North Face Jacke. Führer im Bereich Outdoor-Bekleidung. Nummer 10. Krank. Welche Marke ist diesmal gesucht? Wir haben Tanken. Achso, oder? Diesel. Alter, ich schalte heute wie, wie Max Verstappen hier. Das ist ja geisteskrank. Ich hatte erst irgendwie an Shell gedacht oder irgendwie sowas, aber Diesel, nee, das ist auch das ja, Letzte das für heute. Sinn. Hast du es erraten? Es ist der Jeanshersteller Diesel. Hatte ich auch mal, die Hosen sind übertrieben teuer. Also zumindest waren sie es früher. Aber wir hatten auch eine Sache falsch und das war Wüstenrot. Ey, ich bin ganz ehrlich, ich bin richtig stolz auf mich, meine lieben Freunde. Wenn ihr auch stolz auf mich seid, dass ich hier wieder aktiv auf dem Luko-Kanal bin, dann abonniert doch gerne mal den Kanal hier. Ja, ich lasse Abo da und ich höre mir vielleicht die neueste Folge vom Kottbruder-Podcast an. Gibt's kostenlos auf Spotify und Apple Music. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat alles geklappt bei der Aufnahme.